Der Willi und der Jens Knödel, die träumen auch, aber die können ihre Träume verwirklichen. Und zwar oben in der Luft. Ein Schräubchen hier, ein Spanndraht dort. Bis alle Tragflächen montiert, alle Sender verkabelt sind, dauert es eine ganze Weile. Doch Zeit spielt für Jens und Willi Knödler heute keine Rolle. Wenn es ums Modellfliegen geht, sind Vater und Sohn in ihrem Element. Ob Grunau-Baby oder ein SG-38, Flugzeuge wie diese galten in den 1930er und 40er Jahren als Hochleistungssegler. In den Flugschulen am Hesselberg und in der Rhön lernten Piloten in den Originalen das Segelfliegen. Den Nachbauten der historischen Modelle gehört Jens und Willi Knödlers Leidenschaft. Sie haben einfach ein schönes Flugbild, viel schöner als die neumodischen, wo man teilweise die Fluglage gar nicht mehr erkennt, wo man dreimal gucken muss, in welche Richtung man gerade fliegt. Außerdem hat man noch einen Bug, der als Bug erkennbar ist. Und man hat Platz mit großen Händen drauf zum drin arbeiten. Die Modelle aus filigranen Holzgerippen, bespannt mit Seidenpapier oder beplankt mit extra leichtem Holz, sind überwiegend Unikate. Viele davon hat Willi Knödler selbst gebaut. Andere sind noch Erbstücke von seinem Vater. Vor jedem Start wird daher gründlich die Technik gecheckt. Ist besser, weil dann weiß man, dass alles funktioniert, bevor es an der Motormaschine hängt. Wenn es hängt, ist es zu spät. Dann hat man danach nur Kleinholz. Wenn sich ein Gleiter wie dieser in die Lüfte schwingt, hält Willi Knödler immer noch ein wenig den Atem an. Obwohl er seine Modelle schon hunderte Male geflogen hat. Der Kampf mit der Thermik. Es kann sein, dass sie Thermik finden und 20, 30 Meter weiter weg ist nichts mehr. Dann geht es runter wie in einem Fahrstuhl. Ein Kampf mit der Natur, den Willi Knödler gelegentlich auch schon verloren hat. In seiner Kellerwerkstatt verbringt der 68-Jährige viel Zeit mit Reparaturen. Meist gehen bei Bruchlandungen nur die Tragflächen kaputt. Der Rhönsperber dagegen hat Totalschaden erlitten. Ja, irgendwann, wenn ich viel Lust habe und Zeit habe, dann kann es sein, dass ich ihn wieder herstelle. Nur da habe ich ein bisschen Bammel, weil das Vorderteil, die Kabinenhaube, auch kaputt ist. Und das ist immer nicht so einfach zum Herstellen. Handwerkliche Fähigkeiten hat der gelernte Dreher schon von Berufswegen. Das restliche Fachwissen stammt aus Büchern und vom Ausprobieren. Material zum Werkeln hat Willi Knödler genug. Seine Sammlung umfasst rund 40 verschiedene Flieger. Da gibt's immer was zu tun. Man muss löten können, die Kabel zusammenlöten. Da muss man mit Holz arbeiten können. Man muss mit Kunststoff arbeiten können. Deshalb habe ich mir aber alles angeeignet. Vor allem aber braucht der Modellbauer eines: Geduld. Ob beim Verleimen und Trocknen der Holzgestelle oder beim Bespannen der Tragflächen. Bis die Folie faltenfrei auf dem Gerüst sitzt, bügelt Willi Knödler Stunden. An manchen Tagen gesellt sich inzwischen auch Sohn Jens zu ihm in die Werkstatt, lernt vom Vater, ganze Modelle nach Plan zu bauen. Denn er soll eines Tages die Sammlung übernehmen. Einfach das Entstehen zu sehen und mit Glück fliegt es dann danach auch noch. Wenn man eben mit seinen Händen selber was macht, ist es schon beeindruckend, das Wachsen zu sehen und dann auch im Ende am Himmel. Eine Leidenschaft, die dereinst den Großvater befiel und seinen Sohn Willi seit über 60 Jahren begleitet. Sie wird also auch die nächste Generation begeistern. Weil es so ruhig, majestätisch, schön, langsam fliegt. Wenn ein schöner Wind ist oder schöne Thermik, kann man den ganzen Nachmittag fliegen.
einen Nachmittag oder ein ganzes Leben lang?